Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier am Arsch. Ich werde jetzt den Autofahrer wieder einstellen und entsprechend Heu in die Pelletsfabrik fahren. Wir starten den mal ganz kurz. Ändern das ab von Stroh auf Heu. Weil Heu ist noch viel Platz frei, also ist nichts drin. Und das so könnt ihr zumindest zwei Sachen nebeneinander machen, ne? So. Dann wäre das mal schon mal erledigt. Das Weitere werden wir sehen, dass ich einen Wasserwagen organisiert bekomme für den Brückenbau. Und wir könnten mal mal nebenbei einen Kurs erstellen für die Malzfabrik. Weil das bietet sich gerade an. Und da brauchen wir noch etliches. Wir haben da genug da. Zumindest Weizen und Gerste. Reichlich. Und dazu müssten wir mal ganz kurz den Weg erschließen. Und zwar müsst ihr mal gucken. Das könnte man so machen. Von da sie wollen nicht anfangen. So. Müsste eigentlich so anzeigen, ja? Ah ja, gut. Dann löschen wir noch mal ganz kurz. Ja, so wollte ich nicht löschen. Ich wollte ja nur die Punkte löschen, die ich gerade eingefahren habe. Jetzt muss ich hier verwenden. Das können wir gleich von hier aus machen. Und zwar verbunden. Gut. Fehler korrigiert. Die Aufzeichnung läuft jetzt nicht. Ein Stück zurück. Ja. Den Punkt. Den muss ich löschen. Aber wie weiß ich nicht genau? PC? Nein. Gut, da finden wir es gleich raus. Dann machen wir den roten Strich hier. So. Nun aber. Gut, die richtige Fahrrichtung, das passt schon mal. Und jetzt fahren wir gleich mal über den Punkt, über den Abladepunkt. Dann schreiben wir gleich auf. Ab, nee, ab. Malz. Ah. Ja. An sich die Kreide müsste alle schreiben, Weizen und Gerste, aber müsste mal reichen. So. Müssen wir schauen. Und am besten jetzt fahren. Wir wollen ja wieder zurück. Das heißt, das können wir hier wieder anbinden. Das passt schon so.
So. Jetzt ist es ein bisschen riskant. Und gedacht, ja, gute Karte. Das heißt, Gerste, Abladen, Brauerei, Abladen, Malzfabrik. Und lass mal fahren, ne? Wenn so eine Aufgabe, da kann man ja gut delegieren, da muss man ja nicht alleine machen. So. Wohntemperatur über 6 Grad, ist auch zu kalt für. Können wir kurz wieder deaktivieren. So, den fahren wir jetzt zurück. Wir werden mal dieses Gerät hier parken. Das brauchen wir nicht zum Hof fahren, dann liegt er auf dem Weg. Und hier müsste man so eine kleine Halle aufbauen, das wäre vielleicht ganz praktisch. Aber gut. Ist nicht ganz so dramatisch. Nicht so wichtig. Wir fahren den Traktor mal zurück. In den Glas. Den größten, den wir haben. Der Druckkasten zerlegt. Macht nichts. LKW haben wir. Wir haben schon zurückgebracht. Okay. Nee? Doch, ja. Ballwerkenhöhlen. Fräsen muss man immer bei Gelegenheit. Aber das kann man ja machen, wenn man im Sommer regnet oder so. Wir bereiten weiter die Ausfahrt vor. Jetzt werden wir entsprechend. Na, Heu, das klappt auch schon. Und der kann ja schon mal Heuplatz herstellen, der eine Fabrik. Und der andere wird Malz herstellen. Das ist optimal. Brauchen wir sowieso. Und dann können wir der Schweinefutter mal bei Gelegenheit wieder ins Lager fahren. Der Rest habe ich aktuell keine mehr, alles verkauft. Da werde ich mir jetzt einen Traktor nehmen und die paar Silageballen. Ah, ist das wohl nicht machen, nicht? Da können wir wieder ein. Ich habe ja schon den LKW vorsichtshalber genau davor hingestellt, dahin gestellt und dann werde ich mir gleich einen Strom Silageballen ins BGH bringen. Denn wir haben nämlich Silage jetzt drinnen im globalen Markt von Thüringen. Und dann lässt sich ganz gut verwerten. Was sagen Sie, LKW weg? Ne, der ist da, ne? Den fahren wir in die Halle wieder rein. Sein Stammplatz. So. Aktiviert, habe ich keine Gerste gekauft. Doch, ist da. Fehler, System. Aber da ist er drin. Das ist komisch. Ah, das ist der andere. Ah, das ist der andere. Den hergeschickt habe. Okay. Dann ist lief auch richtig. Den brauche ich jetzt mal nicht losschicken. Weil das wäre Blödsinn. Denn den habe ich ja gar nicht jetzt so programmiert. Ne? Den habe ich einfach so mal hingeschickt. Ne? Passt er hier unter durch? Die müssen nämlich jetzt die nächste Ausfahrt vorbereiten. Das heißt, ich wollte die Silage in die BGH bringen, Mensch.
Das wollte ich auch machen. Mir ist gerade eingefallen, hier machen wir gleich auf Hopfen. Weil dann nämlich meistens nicht vergesse und dann haben wir einen Salat, ne? Eine andere Frucht, die wir gar nicht brauchen können. Wo wir Gerste auch brauchen könnten, aber wie gesagt, besser wir machen dafür Gebrauch. Da wir genug Futter haben und genug ja, alles vorhanden ist, können wir beruhigt diese Ballen jetzt wieder abgeben. Wäre ja Blödsinn, wenn das jetzt hier. Na, vergammeln tut es ja nicht, aber. Und zwar umstellen auf. Rundballen. Wir brauchen ja ein bisschen was, ne? Da haben wir schon mal alles. Auf geht's! Ja. Was ich machen wollte, ne? Ein bisschen Geld reinkommt über Nacht. Im Frühjahr wollen wir noch einiges noch kaufen. Felder. Oder ich kaufe Felder, wenn das nicht so weit ist. Felder, die schon bestellt sind. Denn ich überlege, wir könnten mal Rapsfeld gebrauchen. Denn das können wir noch gut verwerten. Dann kriegen wir wieder Gärreste hier, ne? Dann können wir alle BGA auch noch gleich bedienen. Und da liegen auch noch Ballen rum. Warum Geld verschenken, ne? So, mal aufladen. Und dann werden wir ganz kurz. Bisschen besser hinstellen. Schön parallel. Dann kann er sich die Ballen nach und nach ziehen. Ne? Also abnehmen. Das ist der Vorteil bei Rundballen. Ne? Die liegen nur hier und werden entsprechend angenommen. Na, passt vorbei. Haarscharf, ne? So, wir fahren jetzt zurück. Wir fahren jetzt zur anderen BGH. Wir nehmen die anderen Ballen auch noch mit. Da drüben. Ich kann dann den Rest wieder mitnehmen, zur Not. Also, so haben wir die Verwertung für heute sicher. Ich werde mir kurz meinen Attack aktivieren. Das funktioniert aktuell nicht. Das ist ungewohnt, wenn ich dann überhaupt nicht gucken kann. Dass ich halbwegs gerade aufgucken kann, ist eh ein Wunder. Es kann nicht sein, dass es theoretisch komplett dann versagt. So. Jetzt sehe ich. Schön alle mit. Zack. Reden ja auch die aktivieren, ja, Katastrophe. So, jetzt fahren wir rüber zum, jo, zum anderen Wege. Ja.
sind wir. Dann stehen die anderen beiden. Naja, gut, einer. Der über Nacht steht. Beziehungsweise, ja, über Nacht. Dann ist garantiert morgen wieder was da am Gärreste. Wenn die alle durchgezogen habe. Passt. So. Ups, machen wieder auf, damit die vorne entsprechen. Die meisten stehen dann da, wird der angenommen. Die hinteren werden ja nicht in dem Bereich. Aber gut, von der Gelegenheit. Da haben wir noch einen Schwung. Hier nehmen wir mit, soweit wir können. Und werden auch entsprechend beim Hof Ablage abstellen. ...36... einer versteckt. 47. 48. Gut. Dann fahren wir die jetzt zurück zum Hof. Und hier werden die in aller Ruhe so bearbeitet. Ne? Gut, ich schaue, das soll es halt auch für heute gewesen sein. Allen schönen Rest Samstag. Ja, morgen geht es hier weiter auf dem Arsch. Um 14 Uhr. Die Frauen sind vorbereitet, da geht es um die Ernte und da geht es dann ab Montag auch mal weiter. Na, tschüss und im Winkel, ciao, bis, ja, bis morgen. Tschüss oder heute, dann noch 14 Uhr. Tschüss und vielen Dank fürs Reinschauen.